Okay. Wir müssen gucken, ob das läuft, ne? Habe ich auch Ton? Ich habe Ton, aber leise. Naja, vielleicht wird. Da guckt da schon wieder der Anniki. Gemächer des Prinzen. Der Hof von Boston ist in Aufruhr. Code Red wurde ausgerufen. Das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen. Leisha und Galeb werden vor den Prinzen zitiert. Es gibt Prinzen? Ich muss gucken, wo ich hin muss. Vampire befinden sich unter uns. Wir spielen Among Us. Ohne dass wir es wussten, haben wir ihre Städte gebaut, ihre Kriege ausgetragen und ihren Hunger gestillt. Seit Jahrhunderten haben sich diese Kreaturen in rivalisierten Sekten organisiert, von denen die Camarilla die größte ist. Die größte schreibt man groß. In ihren Domänen setzen die Höfe der Camarilla die Maskerade durch. Eine globale Verschwörung, mit der die Existenz von Vampiren vor der Welt der Sterblichen verborgen werden soll. Wer gegen die Maskerade verstößt, wird zum endgültigen Tod verurteilt. In Boston gehen sich die Fraktionen der Vampire schon lange gegenseitig an die Kehle. Nach zahlreichen Konflikten hat der neue Prinz Hazel Iverson nun einen brüchigen Pakt mit einer Gruppe Blutmagier geschlossen, die als das Hartford-Gildenhaus bekannt sind. Diese Allianz soll nicht nur Stabilität in die Domäne bringen, sondern dem Prinzen auch den Handel sichern. Also das Schmuggeln von Blut und sterblichen Opfern, die der Vampirelite zu Diensten sind. Heute Nacht feiern die Untoten. Narkon? Ist die Firma? Ist das ein Mensch? Ah, ist die Firma! Präsentiert. I'll just get this going. There, ready. Ein Spiel von Big Bad Wolf set. Studio. Now. To begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Viel Spaß, Tobi. PCs mal leiser. Eure Nachbarn fragen sich sonst. Hallo, Airplay und Twitch. Vampire the Masquerade Swan Song. Ich meine Raven Song. Die fragen sich oft, na dann. Dying Light 2 gekauft. Ja, dann viel Erfolg. Ich hab Kopfhörer, na dann. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. Bitte keine Nippel zeigen. Ist das Twitch-konform? Die stöhnen so viel. What's going on? It's the prince. We must go. Leise. Gemächer des Prinzen, 23 Uhr. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. M.M. Louis, rebellischer Star. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck.
Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Oh Gott, was? Dialog. Jetzt sitze ich doch wieder im Weg. Mann! Dialogfähigkeiten. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Deine Fähigkeitenstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert einer Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Willenskraft 12. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs etwas Willenskraft. Halben Liter Blut trinken, bevor man sich übergibt. Psychologie. Also ja. Okay, da links oben sind Punkte. Der Willenskraft 3 kostet das. Ich habe 2 Psychologie, sie nur 1. Erfolg 100%. Sie hat nichts zu verbergen, okay. Das klingt kompliziert. Like you had anything to do with it. Wir dialogisieren sure. die Gute Boden. Get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem, yeah, normally. Yeah, except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Ich will nicht putzen gehen. Was ist ein Code Red? Wir räumen auf. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Habe ich gerade Willenskraft zurückgekriegt? It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. Wieso sieht MMs Gesicht so krass, also bis auf halt die Wimpern kriegen irgendwie Leute nie hin, wieso sieht das so krass detailliert aus und das von der Freundin sieht aus wie vor, weiß ich nicht, 5 Jahren? Wir kommen zurück, Mike. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich hatte 13 und das hat 3 gekostet und ich habe jetzt wieder 12. Ich glaube, das Zeichen war, ich krieg Willenskraft zurück, richtig? What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Dialogbelohnung plus 1 Willenskraft. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you. Wie heißt die Krankheit nochmal? Die hatte Michael Jackson ja auch. Wie heißt es nochmal? Theatrix, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly. Erzeuger. Entschuldigung. Was wir. MM ist die Gründerin der Black Rattlers. Wir lesen jetzt erstmal, okay? Wir lernen erstmal die Charaktere kennen. Clans Toreador. Generation 12. Datum der Umarmung 1929. Heißt Umarmung, wenn du gewandelt wirst? Erzeuger Hilda McAndrews. Die wilde Hilda, ey. Männer aus Bronze. MM wurde 1901 in Harlem als Tochter zweier armer afroamerikanischer Künstler geboren. Ihr Vater Mason war nachts Musiker und tagsüber Fensterputzer.
Ihre Mutter Clara war Sängerin, wenn sie sich nicht gerade um ihre vier Kinder kümmerte. Als er 1917 zum Militär eingezogen wurde, nahm MMs Vater mit dem 15. Regiment der New Yorker National Guard, den Harlem Hellfighters, an der Befreiung Frankreichs teil. Er trat einer Jazzband in einer Einheit bei, die nach Kriegsende ein phänomenaler Erfolg wurde. Pathé Studio ließ sie ein Album aufnehmen, die als erste Jazzscheibe nonstop auf französischen Phonographen lief. Nach diesem Erfolg entschloss Mason sich, seine Familie nach Paris zu holen und seinen Lebensunterhalt in den Jazzclubs zu verdienen, die in der Hauptstadt nach und nach aus dem Boden sprossen. Paris. M.M. war... Ich will mal Eminem sagen! M.M. war 17 Jahre alt und Tänzerin. Sie verbrachte Zeit mit der Elite, die Konzerte ihres Vaters besuchte, und es dauerte nicht lange, bis man auf sie aufmerksam wurde. Sie entdeckte die Folie Bergère und ihre internationalen Auftritte. Sie bewarb sich und bestand mit wehenden Fahnen. Sie sprang sowohl hinter den Kulissen als auch für andere Darsteller ein. Und als sie sich bewiesen hatte, wurde sie mit gerade einmal 21 Jahren eine der Hauptdarstellerinnen. Ihre Burlesque-Strip-Nummer. Also ich will meinen Burlesque-Schuppen, ja? Ihre Burlesque-Strip-Nummer eroberte Paris im Sturm und machte sie äußerst berühmt. M.M. reiste durch Europa und tanzte in den angesagtesten Kabarets vor vollen Rängen. Oh. Gott, das ist lang. M.M. war jung, schön und mitreißend. Ihr Leben war die Nacht, wo Champagner und Geld flossen. Sie war entschlossen und verführerisch, die Verkörperung einer freien und unabhängigen Frau des frühen 20. Jahrhunderts. Sie hatte ein feuriges Temperament, das bald schon die Aufmerksamkeit der Diven Europas weckte. Hallo Caruso, hallihallo. Champagner und Geld, da sehe ich mich, wow. In deinen Armen zu sterben. Dezember 1923. M.M. trat 8-mal im Wiener Karl-Theater auf. Am ersten Abend wurde sie vom Theaterdirektor vor ihrer Umkleide Hilda McAndrews vorgestellt. Das ist unsere Umwandlerin. M.M. fiel sofort unter den Bann dieser geheimnisvollen Aristokratin, die jedem ihrer Auftritte beiwohnte. Die Nächte im Anschluss verbrachten sie in Bars, wo sie Geschichten über ihr Leben und ihre Kunst austauschten. Über ihre Leidenschaft und ihre Probleme. Hilda war kultiviert, charismatisch und politisch in der Suffragettenbewegung. Was ist denn jetzt eine Suffragette? Das klingt wie Schogette. Bewegung und der Frauenkünstlergemeinschaft engagiert. Zu ihrer eigenen Überraschung verfiel M.M. ihr und sie gab dieser unwiderstehlichen Faszination nach. Zwischen den beiden Frauen entbrannte sofort eine leidenschaftliche Beziehung und sie wurden unzertrennlich. Über die nächsten 3 Jahre weihte Hilda M.M. in ihre vampirische Natur ein. Damit ihre Liebe überdauern konnte, aber auch verführt vom Versprechen ewiger Jugend, bat M.M. sofort um den Kuss. Allerdings sollte es weitere 3 Jahre dauern, bis Hilda den örtlichen Prinzen dazu bringen konnte, diesen Kuss zu gestatten. Der Prinz befürchtete, dass die Bekanntheit der jungen Frau die Maskerade gefährden könnte. Als sie endlich den Segen des Prinzen hatte, richtete Hilda ein spektakuläres Fest zu Ehren ihrer Gefährtin aus, der sie am Ende dieses unvergesslichen Abends die Umarmung schenkte. Suffragetten bezeichnet man die Frauen, die vor mehr als 100 Jahren in England den Kampf für das Wahlrecht der Frauen aufnahmen. Frauenrechtlich. Danke, Chat. Mein Chat ist voll der Google-Chat. Danke, Chat. Von wem du die Antwort willst, warum? Ich finde es gut, aller guten Dinge sind 3. Die Bestie Krieg. Nachdem sie seit ihrem Treffen im Karl-Theater in Wien gelebt hatten, verließen Hilda und M.M. Österreich 1934 in Richtung Paris. Von dort aus ging es nach Bordeaux weiter. Als Frankreich 1940 kapitulierte, musste das Paar seine Pläne überdenken. Mithilfe ihrer Kontakte in London konnte Hilda eine Überfahrt nach Boston arrangieren, wo sie auch geboren worden war. Also Hilda. Ja. Der Malkavianer Prinz der Stadt, Quentin King, gewährte ihnen nach einigem Zögern dann doch Asyl. M.M. und Hilda wurden dem Hof vorgestellt, wo 50 Jahre Intrigen ihrer Leidenschaft schließlich ihr unweigerliches Ende bereiten sollten. Nein, unsere Frau ist weg! Königin der Nacht. Nach ihrer Trennung von Hilda zog M.M. in eine Bostoner Vorstadt weit weg von King, politischen Ränken und ihrer Erzeugerin. Allerdings erwies sich die Gegend, die berüchtigt war für ihre große Bevölkerung von Dünnblütigen und Anarchensympathisanten, nicht als sonderlich weise Investition. Aber M.M. gab nicht auf. Sie renovierte ein kleines Theater und machte daraus einen Club, den sie als Hommage an das Bataillon ihres Vaters Black Rattlers nannte. Ach so, ist gar kein Clan, es ist einfach nur... Okay.
Dann kehrte sie auf die Bühne zurück, von wo aus sie sich ihre Prominenz und ihren Ruf Stück für Stück zurückeroberte. Sie lernte Kains Kinder aus allen Schichten des Unlebens kennen. Und gegen alle Widrigkeiten schaffte sie es sogar, die Nachbarschaft wiederzubeleben, die jetzt von der Jugend von Boston besucht wurde. Die Black Rattlers wurden zunehmend beliebter und waren schließlich die führenden Clubs der Stadt, in denen jeder willkommen war, unabhängig von Clan, Fraktion oder Herkunft. Binnen 10 Jahren hatte MM eine Zone des Friedens geschaffen, wo Vampire, der Camarilla und Dünnblütige gemeinsam dem besten Jazz lauschen konnten. Dort traf sie auch Hazel Iverson. Bezaubert vom Temperament und den Ideen der Ventru, schlug MM sich auf die Seite von Iverson, die den Thron von Boston 2014 für sich beanspruchte. Obwohl MM begeistert davon war, dass Quentin King und seine Dienerscharen sich verzogen, weigerte sie sich nach wie vor an den Hof zurückzukehren. Für sie gab es nur noch ihre Clubs. Von denen hatte sie mittlerweile 3 Stück. Clubs mit zunehmender sozialer und politischer Macht, die Hazel nicht vergessen hatte. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut, Caruso. Es mach, Lurk. Was gibt es Gutes, Shanks? Was machst du uns heute? Was kredenzt du uns Feines? Dünnblütig würde ich echt gern wissen, was das heißt. Oh, shit, Alter. Okay, Chat, wir müssen uns da einmal durchquälen, okay? Ist es okay, dass wir uns einmal da durchquälen, dass wir erstmal die Charaktere kennenlernen? Weil ich glaube, es ist ein bisschen interessant. Weil ich glaube, das wird helfen. Caleb Bazzori. Clan ist Ventru oder Ventru. Wirsinghack mit Kartoffeln. Wirsinghack? Ich mag Wirsing, aber was, also ist das einfach nur Hackfleisch in Wirsing? Datum der Umarmung 1745. Generation 11. Das finde ich immer besser. Ja, also weiß ich nicht. Also kann natürlich sein, dass das vermittelt wird auf Dauer, aber ich glaube, das ist halt so Background-Zeug, was nicht spoilert. Gehackt ist okay, habe ich noch nie gehört, Wirsinghack. Einmal gleich lernen wir 5 neue Charaktere kennen. Ja! Erzeuger Jean-Baptiste Tavernier. Kind. Beryl Underwood. Der hat ein Kind. Der Kaiserthron. Im Jahr 1710 brachte Mirissa, das Licht des Königs, ihren erstgeborenen Sezade Süleyman in Konstantinopel zur Welt. Was ist denn das hier für Multikulti-Sprache-Dings? Können die nicht alle Klaus und Heinrich heißen? Das ist einfach auszusprechen. Von mir aus auch Pete. Pete ist auch okay. Mann, kann mir jemand irgendwie Sprachunterricht geben in sämtlichen... Pierre ist auch okay, ja, das kann ich auch. Deren Geburtsname... Südkoreanische Namen sind auch okay. Deren Geburtsname Jeannette de Bazzori gewesen war, hatte im Jahr zuvor Frankreich verlassen, um dem Harem von Ahmed III. Beizutreten. Ahmed ist auch okay. Dem Sultan des Osmanischen Reichs. Und sie wurden schnell zu seiner Lieblingskonkubine. Also Jeannette wurde die Lieblingskonkubine von Ahmed III. Wer ist denn jetzt Ahmed III.? Und was hat er mit uns zu tun? Sie war eine fürsorgliche Mutter, diese... Ah, der... Ach so, wie... Okay. Okay, wir sind der Sohn der Lieblingskonkubine, richtig? Hallo, Horizon. Sie war eine fürsorgliche Mutter, die sich ständig Sorgen um ihr Kind machte, der später den Thron seines Vaters erben sollte. Süleyman erhielt einerseits eine hervorragende Erziehung und er lernte gemeinsam mit seinem Bruder Sezade Mustafa das Leben am Hof kennen. Die beiden Brüder hatten völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Während Süleyman ruhig, stur und abenteuerlustig war, war Mustafa eher vielseitig und ängstlich. Sind wir Süleyman? Mittwoch. Ich freue mich auch drauf. Also der letzte Trailer war so ein bisschen... Aber mal gucken. Der Fall. 1730 verlor ihr Vater Ahmed III. An Beliebtheit und die Janitscharen erhoben sich gegen ihn. Er sah sich gezwungen, zugunsten seines Neffen abzutreten. Von diesem Augenblick an begann der vor Wut schäumende Süleyman langfristige Rache zu planen, um seinem Vater den Thron wiederzugeben. Obwohl er sich der Probleme bewusst war, die das verursachen würde, war es seiner Meinung nach das einzig Richtige, den rechtmäßigen Herrscher wieder auf den Thron zu bringen. Ist das Crusader Kings? Monokuma und Monami, das finde ich gut. Monomi, was? Monomi. Mündliche Abfrage dann übrigens am Montag, genau.
Als seine Mutter davon hörte, musste er ihr versprechen, seinen Plan aufzugeben und zu verschwinden, bevor die Janitscharen ihn töten konnten. So täuschte er also seinen Tod vor und ging nach Westen. Süleyman stach 1732 im Schutze der Nacht in See. Mirisa starb einige Wochen später an der Trauer ob ihres verlorenen Sohnes, so sagt man. Allerdings sah die Wahrheit ganz anders aus. Als sie von ihrem Verrat gehört hatten, hatten die Janitscharen sie ermordet. Ein neues Leben. Das Boot, das Jeannette de Balsourie Familie gehörte, brachte Süleyman zum Hafen von Antwerpen, wo er sich in Anlehnung an seine Mutter nun Galeb Balsourie nannte. Er wurde von einer Familie von Diamanthändlern adoptiert, die zwischen Europa und der neuen Welt Handel trieben und deren neu gefundenes Vermögen schnell anschwoll. Unter ihrer Führung segelte Galeb auf den Meeren, um neue Geschäftsgelegenheiten zu finden. Er wurde immer besser in Astronomie und Mathematik, schmiedete Beziehungen aller Welt und nutzte die Gelegenheit, sich ein beeindruckendes Netzwerk des Einflusses zu weben. Seine Geschäfte brachten ihn in Kontakt mit Aristokraten, deren Umgangsformen er meisterte, aber auch mit Seeleuten, mit denen er ebenfalls umzugehen wusste. Aus Notwendigkeit heraus wurde er zu einem Anführer. Seine natürliche Autorität und seine Anpassungsfähigkeit verschafften ihm Respekt. Nach und nach wurde sein Leben auf dem Deck des Schiffes seine einzige Freude. Er setzte nie wieder Fuß in sein Heimatland. Es waren Seeleute, die ihm vom Tod seiner Mutter erzählten, später von dem seines Vaters und schließlich von der Krönung seines Bruders Mustafa III. Der Thron hätte ihm gehören können. Seine Familie hätte er retten können. Ganz egal, wie weit er segelte, diese Gedanken begleiteten ihn ständig. Die Umarmung. Während eines Aufenthalts in Cadiz im Jahr 1740 begegnete er Jean-Baptiste Tavernier, einem berühmten französischen Entdecker und Kaufmann, der angeblich 1689 in Moskau gestorben war. In Wahrheit war er jedoch ein Ventru, der seine Kontrolle über den Diamanthandel um jeden Preis ausweiten wollte. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Männern erwies sich als fruchtbar, nicht furchtbar, sogar noch mehr als Tavernier es sich erhofft hatte. Balsouries Effektivität und Diskretion erfreuten ihn. Innerhalb einiger Jahre wurde ihre Geschäftsbeziehung von Geheimnissen bereichert und der junge Seefahrer sah in seinem Mentor die Vaterfigur, die er nie wirklich gehabt hatte. Es sind nur drei Hauptcharaktere, wir sind bald durch. Muss arbeiten. Hm. Dann gibt's eben null Punkte, musst du wissen. Es gibt Nachholklausuren, okay? Eines ruhigen Nachts. Nach einer besonders turbulenten Atlantiküberquerung erzählte Galeb Tavernier ein wenig mehr über seinen Hintergrund. Tavernier wurde klar, was ihn an diesem jungen Seemann faszinierte. Seine Noblesse, die man zwar auf den ersten Blick nicht bemerkte, aber die ihm doch innewohnte. Tavernier, der noch kein Kind gezeugt hatte, kam ein Gedanke. Er fing an, Galeb wie ein Familienmitglied zu behandeln und er sprach okkulte Themen an, um seine Reaktion einschätzen zu können. Dann kam das heikle Thema seiner wahren Natur. Tavernier machte ihm die Umarmung als Gabe schmackhaft. Es brauchte nicht viel, um den jungen Seemann vom Wert der ewigen Jugend zu überzeugen. Galeb nahm an. Seine Umarmung war schmerzhaft und bitter. Es dauerte mehrere Tage, bis er das Tier tolerieren konnte, das auf alle Ewigkeit an ihm nagen würde. Tavernier versuchte, den Zorn seines Kindes auf die Rache zu fokussieren, die er an denen nehmen würde, die ihn seines Thrones beraubt hatten. Aber Galeb sah das anders. An die Stelle seines Hungers nach Gerechtigkeit waren ein Ekel vor der Menschheit und ein zunehmendes Desinteresse an ihren Angelegenheiten getreten. Ich bin also ein Vampir. Er wollte sich nun über das Vieh erheben und seine Ewigkeit für bisher unmögliche Ziele nutzen. Sein Erzeuger, der daran ein gewisses Interesse hatte, ließ sein Kind experimentieren. Galeb verbrachte ein halbes Jahrhundert damit, die sieben Weltmeere zu bereisen und durch den Erwerb von Diamantenminen und Handelsgesellschaften reich zu werden. Er spielte mit den Gesetzen der Menschen, aber hielt sich penibel an die Prinzipien, die ihm Tavernier auferlegt hatte. Die beiderseitig nützliche und ausgewogene Beziehung setzte sich bis ins frühe 19. Jahrhundert fort. Der Instinkt eines Jägers. Unter dem Vorwand, seine Liebe zur Natur und zur Wildnis mit Galeb teilen zu wollen, lud Jean-Baptiste ihn in die Region Mauricie ein, wo er einen alten Bekannten treffen sollte, den Entdecker Toussaint Charbonneau. Charbonneau? Mann, hätte ich gewusst, dass ich das mal brauche, hätte ich mehr im französischen Unterricht aufgepasst. Der Gangrel? Ist das bei deiner Freundin oder soll ich jetzt wirklich überraschen? Nein, aber... Der Gangrel hatte sich entschlossen, sich einen Bau im Herzen des Waldes einzurichten und wie ein Tier zu hausen. Was ist denn ein Gangrel? Trotz der Wegbeschreibung seines Erzeugers hatte Galeb Probleme, Charbonneau zu finden.
Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung verstand der Fallensteller, warum Tavernier ihm diesen Ventru geschickt hatte. Er versuchte also, seine Verbindung mit dem Tierreich mit ihm zu teilen, wie er es zuvor mit seinem Erzeuger getan hatte. Galeb zeigte zwar keinerlei Interessen daran, mit Tieren kommunizieren zu können, aber sein Talent im Aufspüren von Beute war eines Kinds durchaus würdig. Inmitten dieses Waldes war es für einen derart anspruchsvollen Gaumen wie den seinen auch dringend nötig, der sich nicht mit jedem Blut zufrieden gab. Mit etwas Übung war Galeb in der Lage, seine Beute alleine zu finden. Chabonneau brachte ihm sogar bei, die Essenz eines Sterblichen von der eines Kainskindes und sogar von der eines Wolfskindes zu unterscheiden. Als der Winter kam, trennten sich die Wege der Männer. Chabonneau ging zurück zum Pazifik und Basery kehrte mit neuen Fähigkeiten in die Zivilisation zurück. Obwohl er dies seinem Erzeuger gegenüber nie zugab, war er ihm dankbar für diese Gelegenheit. Sesshaft in Boston. Als 1806 die Napoleonischen Kriege Europa ins Chaos stürzten, traf Galeb James Underwood, der mittels Sugar Trust den Handel mit raffiniertem Zucker kontrollierte. Da die USA unter einem Embargo standen, geriet Underwoods Geschäft in eine Schieflage. Galeb nutzte all sein Wissen, um eine groß angelegte Schmuggleroperation zu starten und machte damit ein kleines Vermögen. Zwischen Underwood und Basery entstand eine enge Freundschaft. Beryl Underwood wurde 1807 geboren und erbte 1833 das Unternehmen, als sein Vater James starb. Galeb kannte Beryl, dem er beim Aufwachsen zugesehen hatte. Der 26-jährige Erbe bat den Mann, den er als seinen Mentor betrachtete, bei ihm zu bleiben und ihm zu helfen. Und Galeb tat dies aus mehreren Gründen. Er respektierte diesen geschäftstüchtigen Sterblichen, den er als seines Interesses würdig betrachtete. Seine Ehre zwang ihn, die Beziehung fortzusetzen, die er zu James gehabt hatte. Und dann war da noch der Gewinn, der auf ihn wartete. Er spürte, dass seine Zukunft in der neuen Welt lag und dass es besser war, sich dort schnellstmöglich niederzulassen. Mit Zustimmung seines Erzeugers zog er endgültig nach Boston um. Tavernier spürte, dass Galeb große Fortschritte gemacht hatte, und es war klar, dass der Schüler den Meister nun übertraf. Irgendwie erfüllte ihn das mit Stolz. So blieb er zwar auf Distanz, aber dennoch in regelmäßigem Kontakt mit seinem Kind, das er als ebenbürtig ansah. Auf Galebs Rat hin zog er nach Südafrika, um neue Diamantminen zu errichten. Das Kind. Beryl Underwood übertraf Galebs Erwartungen. Er war talentierter als sein Vater, und das war auch der Verdienst des Ventru. Aber ein Vampir kann sich nicht auf lange Sicht mit einem Sterblichen einlassen, ohne dass dies Auswirkungen auf dessen Identität hat. Über die Jahre brachten Beryls Zweifel ihn dazu, Galeb zu hinterfragen, der ihm eine ehrliche Antwort gab. Er gestand ihm sein monströses Wesen. Dies fand Beryl alles andere als abstoßend. Er wurde nur noch entschlossener und bat Galeb, ihm die Umarmung zu schenken. Galeb hätte nie daran gedacht, selbst ein Kind zu erzeugen. Also zögerte er die Entscheidung hinaus und nahm erst 1869 an. Beryls Umarmung ging schnell vonstatten. Er fühlte sich sofort mächtiger, seine Ambitionen kannte keine Grenzen und er wollte sich um jeden Preis noch reicher machen. Der Sugar Trust wurde das Herz eines internationalen Mischkonzerns, der noch über den Zuckerhandel hinausging. Beryl war in jede Intrige, in jeden Verrat verstrickt. Galeb wurde ihm gegenüber immer argwöhnischer und er zog sich zurück, was ihm Beryl nie verzieht. Oh. Hallo Soul Trail Studio, haben wir Krimi? Wie ist's? Gange sind einer der 13 großen Clans und gehören zu den 7, der ins Bündnis der Kamarilla geschlossen haben. Okay, es ist einfach ein Clan, okay. Wir werden schon noch darüber... Oh, danke schön für den Prime-Saft. Prime-Saft, schöner Gustav. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Prime-Saft. Dankeschön. Oh, schon wieder ein Zweijähriger. Was ist denn heute los? Dankeschön, Fladinator. Für die 2 Jahre. Resäppchen. Dankeschön fürs 2 Jahre Resum. Dankeschön, Fladinator. Vielen, vielen Dank für die lange Zeit. Prime-Saft. I'm sorry. Ich, ganz ehrlich, guckt euch mal die Länge des Textes an. Ich fühle mich, als ob ich irgendwie in einer Schulklasse vorlese. Prime-Saft, richtig. Das ist der gute Premium-Saft. Einmal komplette Story aus dem Pen and Paper posten. I don't know. Im Laufe des 20. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts distanzierte sich Galeb vom Unternehmen, da er mitbekam, wie Beryls skrupellose Geschäftsgebaren die Umwelt und Gesundheit der... Was sind denn jetzt die Seth-Kinder schädigten? Keins Kinder, Seth-Kinder... Seth-Kinder, das ist ja schwer. Wir nennen Seth-Kinder. Er hatte das Gefühl, ein Monster erschaffen zu haben, eine Gefahr für alle Keins-Kinder. Quentin King, der Prinz von Boston, bot ihm die Stelle als Vollstrecker des Prinzen an, die er als Ausweg akzeptierte. King machte ihn zu einem seiner Lieblingswerkzeuge und schickte ihn los, um jene zu jagen, die eine Gefahr für die Bostoner Kamarilla darstellten.
nachdem er über Jahrhunderte ein Geschäftsimperium aufgebaut hatte, Gelegenheiten nachgejagt war und Konkurrenten ausgeschaltet hatte, genoss Caleb es einfach nur noch das zu tun, was man ihm sagte. Können wir eine Kurzfassung haben? Er zählte nicht, wie viele Kainskinder er vernichtete, Sterbliche er tötete oder Dünnblütige er unterdrückte. Er diente seinem Prinzen mit der Loyalität. Lola. Für die man ihn kannte. Vielleicht machen wir gleich eine Pause vor Leisha. Oh. In der letzten Reihe schlafen. Das ist voll okay. Solange sie nicht schnarchen. Der Lockruf. Warte, nee. Als Beryl Underwood Quentin Kings Rat der Erstgeborenen beitrat, wurde Caleb der Dinge überdrüssig. Wir brauchen eine Pause. Der Lockruf. In den letzten Jahren begannen die Ahnen zunehmend den Drang zu verspüren, zu reisen. Gott, ist meine Brille dreckig. Ich sehe so nix. Vielleicht hilft das. Wie viele für den ersten Cent-Bonus? Wow. So. Tavernier war einer der ersten, die ihm nachkam. Hilft viel. Da er davon nicht in Kenntnis gesetzt wurde, betrachtete Caleb dies als Verrat. Dennoch verspürte auch er den Drang. Fast hätte er ihm auch nachgegeben, aber mit Kings Verschwinden änderte sich alles. Underwood bat Caleb, der neue Prinz von Boston zu werden. Er hoffte, Caleb zu seinen eigenen Zwecken manipulieren zu können. Aber Caleb kannte sein Kind nur zu gut und er lehnte dieses vergiftete Geschenk ab. So wurde Hazel Iverson Prinz von Boston. Binnen kurzer Zeit überraschte sie alle, indem sie sich als deutlich weniger einfach zu manipulieren erwies als erwartet, was Caleb als durchaus positiv empfand. So entschloss er sich, ihr seine Dienste anzubieten. Iverson freute sich, einen renommierten Verbündeten ihn zu haben und nahm gerne an. Ein letzter Wunsch. Sein Interesse an der Camarilla und seinen Blutsverwandten stieg wieder, als klar wurde, dass dieser neue Prinz sich bewährte und große Pläne für die Zukunft hatte. Also ist eine Frau auch ein Prinz. Hallo, Atza. Bitte was, Hot? Brille auf. Was habt ihr mit Brillen? Genau. Während dieser Zeit hörte Caleb auch von einer jungen Sterblichen, die gerade ihren Abschluss am MIT gemacht und jetzt in Silicon Valley ein Startup gegründet hatte, das sich auf die Blue Economy spezialisierte. Er erkundigte sich nach ihr und traf sie schließlich auch. Nach einiger Zeit gewann er ihr Vertrauen und er bot ihr an, ein Ghoul zu werden. Sein Ghoul zu werden. Was ist denn jetzt ein Ghoul? Also ich kenne Ghoul, aber was? Hä? Sein Ghoul zu werden? Ist das ein Haustier? Mit dem Ziel, ihr in naher Zukunft die Umarmung zu schenken. Er hoffte, aus ihr einen Gegenpol zu Beryls selbst zerstörerischer Energie machen zu können. Allerdings hatte Hazel Iverson in dieser Hinsicht eine andere Einstellung als Quentin King und sie gewährte die Erlaubnis zu zeugen nicht so einfach. Sie betrachtete dies sogar als Möglichkeit, die Kontrolle über den ihr so wichtigen Caleb zu behalten, der so gezwungen war zu warten. So sehr ihn der Lockruf auch drängte, er konnte nicht gehen, ohne vorher wieder gut zu machen, was er als seinen größten Fehler betrachtete. Oh, das ist kurz. Seherin des Prinzen ist die Leisha, ist Malkaviana, 12. Generation und ist 1939 umwandelt worden. Was übrig bleibt. Leishas Geschichte ist aufgrund ihrer beeinträchtigten Erinnerungen nicht mehr als eine Sammlung von Fragmenten. Gott sei Dank, ich liebe Amnesie. Sie erinnert sich daran, dass sie aus Frankreich stammt, aus der Nähe von Lyon und dass Dr. Richard Dunham ihr Psychiater ist und schon immer war. Sie weiß, dass er sie und ihre Tochter Halsey 1939 vor dem Krieg gerettet hat. Er hat es ihnen ermöglicht, dem Hof von Boston beizutreten, der zu dem Zeitpunkt von Quentin King regiert wurde, der wie sie auch ein Kind Malkavs war. Der Rest ist nichts als Licht und Schatten. Du hast schon dir schon Caleb gesucht. Dominik, Schnauze. Leisha kennt die Namen und manchmal auch die Geschichten der Leute um sie herum, ohne genau zu wissen, wie oder warum. Sie erinnert sich an Quentin King, den früheren Prinz, und an seine legendären Obsessionen. Eine neuere Erinnerung dreht sich um Hazel und das erste Jahr ihrer Machtergreifung. Leisha erinnert sich gerne an sie, obwohl sie sie nur ein Jahr gekannt hatte, bevor sie ging, um sich im Malkoff Institute of Boston auf Empfehlung von Dr. Dunham in den Schlummer versetzen zu lassen. Leisha leidet unter plötzlichen Visionen, bei denen die Gegenwart und mögliche Varianten der Zukunft miteinander verschmelzen. Sie kämpft gegen ihre Gabe an, um in der Lage zu sein, sich um Horsey zu kümmern. Allerdings entspricht dies nicht den Plänen des Prinzen, da Hazel diese Macht als Möglichkeit sieht, über das Schicksal zu bestimmen und ihre Ambitionen voranzutreiben. Oh,
wieso hatten die mehr als einen Hauptcharakter? Hallo, Sisu Disco. Gute Nacht geschieht, auf jeden Fall. Clan Storiador, 12. Generation, 1999 ist sie umarmt worden und ihr Zeuger ist Robert S. Ziegler. Bay Village und Ambitionen. April wurde 1970 im Bostoner Stadtteil Bay Village geboren. Sie studierte Mode in New York, bevor sie Stellen bei renommierten Modehäusern in ganz Europa annahm. Als sie 1998 nach Boston zurückkehrte, gründete sie ihr eigenes Haute Couture. Ich dachte echt Hautunternehmen oder so. Haute Couture-Haus. Die einzigartige, nonkonforme Eleganz ihrer Schöpfung fiel schon bald den Dieven von Boston ins Auge. Diese luden April selbstredend in ihre sozialen Kreise ein, wo sie schon bald ihrem Charme erlag. April fand unerschöpfliche Inspiration bei den Mitgliedern des Clans der Rose. Die Falle. Ein Mitglied des Clans war ein bekannter Kunsthändler, in den sich April nach ihrem ersten Treffen schnell verliebte. Ihre grenzenlose Leidenschaft brachte sie dazu, schon nach wenigen Monaten eine Umarmung zu akzeptieren, von deren Konsequenzen sie nichts wusste. Das sind 28 Grad, Mann. Allerdings verlor ihr Liebhaber und Erzeuger schnell das Interesse an ihr. Nachdem er sie bei ein paar stolzen Runden durch die angesagtesten Szenenlokale der Stadt präsentiert hatte. Die ersten Jahre ihres Unlebens verbrachte April völlig allein. Unleben? Sie fand Zuflucht und Unterstützung in einem von MMs Clubs, wo sie alles über ihr neues Wesen und die Geschichte der Kainskinder lernte. Dort lernte sie Seelen kennen, die erschöpft waren ob ihrer verrückten Hoffnung und ihres Leids. Das Band. In diesem Club lernte sie auch Hazel Iverson kennen, ein Kainskind, das wie sie von ihrem Erzeuger umarmt und im Stich gelassen worden war. April bewunderte Hazel dafür, dass sie geschafft hatte, aus ihrer Situation einen Vorteil zu machen. April bot Iverson ihre Unterstützung und Dienste an. Als Dank für ihre Loyalität gewährte Hazel ihr den Titel des Herolds, als sie die Domäne übernahm. Oh, fertig. Oh Gott, das sehe ich da oben ja jetzt erst. Oh mein Gott. Ja klar, jetzt also. Lasst uns erstmal den Kodex lesen. Im Kodex werden viele Begriffe aus Swansong und der Welt der Finsternis erläutert. Im Boston-Menü findest du außerdem die Hauptcharaktere, auf die du treffen wirst. Hey, Dali, if I were you. Nicht jetzt. Journey. Someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Ja, Lurker, wir haben hier mal versucht, das, den ersten Teil zu spielen, aber es war so clunky. Präsenz. Disziplin, Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplin, einige Disziplin. Hatten wir das nicht schon? Ich lese aber nochmal. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Ach so, das waren davor Fähigkeiten, jetzt sind es Disziplinen. Okay. Nicht allen Vampiren stehen auch alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich nicht vor Disziplinen schützen. Hunger. Ich habe Hunger. Der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihr Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen und von ihm trinken. Bitte was? Ich bin doch kein Monster. Ach so. Ich dachte, du meintest Bloodline, glaube ich, war es, ne? April schmeicheln, Journey unterstützen. Erfolg 0%. Ja, dann habe ich ja nur. Aber das ist ausgegraut. Kann ich das benutzen? Nö. Okay, du willst mir. Okay, das Tutorial will mir jetzt beibringen, dass ich halt auch erfolglos sein kann. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? MM. My dear MM. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on,
I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Ich hasse April. Right now. Ich hasse April jetzt schon. Nee, das ist diese Hautkrankheit, die Michael Jackson ja auch hatte, glaube ich. Also schätze ich. So, was war das jetzt mit Talenten oder Eigenschaften? Eigenschaften sind positive oder negative Effekte, die sich auf die Fähigkeiten des betreffenden Charakters auswirken. Eigenschaften werden offenbart, sobald du sie durch eine Handlung, eine Entscheidung oder deren Folgen erhältst. Hunger. Der Hunger eines Charakters, egal ob groß oder klein, verleiht diesem vorübergehend Eigenschaften, die seine Fähigkeiten beeinflussen. Verdacht. Je höher der Verdachtwert steigt, desto mehr negative Eigenschaften werden aktiviert, die den Charakteren das Spiel erschwert. Was? Es gab keinen Schwierigkeitsgrad, ne? An ihrer Stelle. Emma hat andere Wesen getroffen, die mächtiger sind als sie selbst. Vorerst. Das ist die Gelegenheit für sie, sich mental auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Minus 10 auf die nächsten Erfahrungskosten des Attributs geistig. Ich bin ein bisschen hungrig. Das Tier ist nah. Ich habe ein bisschen Hunger. Ist nichts Neues, ich weiß. Talente. Talentmenü. Talente verbessern deine Fähigkeiten. Jedes Talent ist mit einer bestimmten Handlung verknüpft. Das Wiederholen dieser Handlung schaltet nach und nach die Stufen eines Talents frei. Jagd. Okay, Fähigkeiten bedrohlich. Redegewandt. Puppenspieler. Was? Berücker. Was sind Berücker? Asket. Kontrollierte Jagd. Bestialische Jagd und Rattenfresser. Okay. Apropos Ratten. Gibt es hier vielleicht ein kleines Rädchen für mich? Ich habe ein bisschen Hüngelchen. It's gonna be a long night. Ja, so lang fühle ich mich heute auch nicht. Miss Lewis, welcome. Ah. Good evening. Er verbeugt dich nochmal. Can I help you? Er verbeugt dich. Das war nett. Also das möchte ich gerne öfter haben, ja? Minibar. Ja, das wäre schön. Also wir sind aber schon ein bisschen sexy, ja? Hier gibt es Blut aus Flaschen. Ach so, na dann. Wer ist er? Nicht er, der andere. Du bist mir zu alt. Wer ist der andere? Who's she, Caleb? Obwohl, wir können Mem Lewis. Älter sein. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Ewiger Beschützer. Is court attendance usually this sparse? Normalerweise sind wir zahlreicher. Alle hätten auf dieser Party sein sollen. Sie redet zu viel. We should have all left by now. Are you worried about the Code Red? I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. Ach, das ist die, die er gern... Okay, und er darf aber nicht. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Geht klar. Ja, der Großvater war, ey. Kann ich sie jetzt bitte wandeln? Die ist ultra attraktiv. Ich will sie haben. Er ist ein echter Finanzer. Er ist ein Mitglied der Erstgeborenen. Ich möchte mit ihr nicht darüber reden. Mitglied der Erstgeborenen. Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance.
They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. Bricht seine Haut? What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Bevor Never sie forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. Widersprich mir nicht. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait ja, for natürlich me. Wird hier angeknabbert. Ich bin Vampir. This won't take long. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Hilda! Oh, come on, Hilda, she needs to grow up! Das ist unsere Ex-Freundin. Leave us. Was hat die für Brüste? I don't need your help. Mem, please, stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Boah, wir sind aber nicht gerade nett. Fokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um eine oder zwei Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von einem Punkt aufweisen. Disziplin oder Kenntnis kannst du nicht fokussieren. Ja, es ist Fokus. Okay, dann müssen wir... Okay, Rhetorik einschüchtern funktioniert nicht, weil wir haben nur 0. Drücke RS. Drücke RS, das ist... Also, ist doch Right Stick, oder? Ach so, nach oben drücken, nicht drauf drücken, okay. Dialog, unentschieden. Sind die Stufen der Fähigkeit oder Disziplin identisch, ist das Ergebnis des Konfliktes ungewiss. Die Siegeschancen lassen sich durch Boni oder Mali oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen. Hä, wie 30% Erfolg? Hä, es ist 2 gegen 2. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so erfolgreich. Gegnerverhalten. Fokus. Deine Gegner können auch ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufe. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, Fähigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplin, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenfalls fokussiert. Do you know what this Code Red is all about? You're in the Primogen. You must know something. Das sagen sie uns jetzt ja, I'm in ne? the same boat as the rest of you. Lüg. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Ich hab wirklich Hunger. What about Jara? I haven't seen her. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but... Nobody's answering? No. Did you want something? Hazel's waiting. Ja, und? Bist du Hazel? Dann halt ich raus. They've all got such long faces.
Wieso sieht sie so normal aus? Die hat keine coolen Klamotten an. Hey, Abby. Hey, Mem. Abby, do you know what's going on? I'm sorry, but I can't. Please? I feel like I've been plopped down in the middle of a minefield. There are rumors about Journey. Rumors about how this is all her fault. Ich glaube, ihr habt recht. Ich glaube, Journey ist bald tot. Did you know that Jay was in charge of the party? Shit. I bet she's gonna take the fall for whatever happened. I don't think she's involved, but we've got to be on our guard. Ich glaube eher, dass die sich ums Buffet kümmern. Falls was daneben geht, dann fällt es nicht so auf, weißt du? Wer bist du? Ma'am. Ach ja, stimmt, we der Beryl. Seen you here in ages now, have we? Da hat der Sound aber gekraspelt. Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn code red. Blunt and to the point, as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. Weil ich dann tot bin? How's business these days? Why? You wanna invest? Don't tempt me. Der hat 4! I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough of your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if you don't mind, I'd like to be alone. I'm waiting for Caleb. Und ich soll jetzt da hoch? Warte mal. Da kam ich her, okay. Ist das ein Aufzug? Ja. Unser Kleid ist halt so mega schön, ne? Es ist so ein schönes Kleid. Okay, schön. I'm not going to wait around all night. Okay, Beryl. Streber. What a shitty night. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Vielleicht dann im nächsten Stream. Der Ausschnitt ist mir ein bisschen zu krass. Bin mir nicht sicher, ob das so soll. Der Ausschnitt ist noch nicht tief genug. Hm. Hallo Lapidius. Hallo Craig. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Vielen, vielen Dank. Ton, wo bist du hin? Also, ich habe Ausschlag. Leisha, instabile Seherin. Okay, ist war fast klar. Okay, Mom? Penny for your thought? Ach, das ist nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't voll die kleine Diva, ey. And I forget others. Yes, I know. Aber. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Hat sie keine Zunge? Wurde ihr die Zunge abgeschnitten? Es klingt so komisch.
Also das ist nicht mehr nur ein normales Lispeln. Das klingt irgendwie echt, als ob hier irgendwas fehlt. Och, Leute. Ich benutze ja Creme für meinen Ausschlag. Jetzt macht ihr kein Ausschlag-Shaming, ja? Viel Spaß, Alicia. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like two peas in a pod. Yes, exactly. Mom, what's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here, because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Will ich auch? Oh nein, kein Ausschnitt bis zum Schritt. Leisha. It's been a while. Hey, MM. Die drei Hauptcharaktere. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Emma ist nicht klar, wie ernst die Lage ist. Sie sollte dem Prinzen mehr Respekt zeigen. You shouldn't make light of the situation. Ich kenne den Prinzen noch nicht. Ich weiß nicht, ob vielleicht man sich über den lustig. Have experienced a code red and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazzori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Well, du... Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Warum ist so zickig? Die ganze... Wirklich. Ich will sie echt mögen, okay? Weil sie ist der erste Charakter, den ich gespielt habe. Aber die ist ja nur am rumbitchen. Voll die Oberzicke. Die soll mir erstmal auch die Möglichkeit geben, zu verstehen, wen ich anzicken will und wen nicht, okay? Er hat kein Recht mehr, eine Predigt zu halten. Oh. Können wir uns vielleicht einfach alle ganz normal gegenüber verhalten und so? Was hat die dafür Punkte in den Augen? Erste John. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazzori. We must all remain calm and accept any help we can get. Was sagt. Even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying, was habt ihr denn jetzt gespielt, Craig? Your hallucinations aren't gonna help us solve it. Dieses Mal ist es anders. MM kann glauben, was auch immer sie will. Mir ist das egal. Ja, komm. Ich mobb jetzt MM auch. Hallo, Guardia. Yet many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now.